Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno. Oh, immer wenn ich anfange, kommt dann der Zeitungsjunge. Warte mal, ich öffne das. Genau. Anno 1800, herzlich willkommen beim Zeitungsjungen. Genau. Und der Zeitungsjunge ist auch in der Closed Beta. Und jetzt habe ich endlich gecheckt, wie es mit der Zeitung geht. So, letztes Mal habe ich das einfach so akzeptiert, wie er das gesagt hat. Und jetzt bist du wieder dran mit deinen Erzählen. Genau, also wir sind heute ja übrigens, habt ihr schon gemerkt, nicht alleine beim Zeitungsjungen, sondern wir spielen auf dem wunderschönen Kanal Thorn. Und dabei ist natürlich der Inhaber dieses wunderschönen YouTube-Kanals Tobi und meine Wenigkeit der Iron Jake oder auch nur Jake. Genau, wie der Tobi gerade schon angedeutet hat, war ich gerade beim Erzählen und zwar geht es wieder um meinen Einzelspielerstand. Ich habe für mich festgestellt, die neue Welt ist ganz schön kompliziert und spätestens wenn man da ist, ist man mit Managen auf jeden Fall beschäftigt und ist froh, wenn man in der also in dem Gebiet, wo man angefangen hat, in der dann genannten alten Welt, wenn da alles einfach flutscht und man sich da um nicht mehr viel kümmern muss. ja, ist wirklich so. Ja. Denn ihr werdet feststellen, wenn ihr das Spiel selber spielt, ihr müsst überall auf ultra viel achten, vor allem weil, und ich verstehe das nach wie vor nicht, man ja überall eine neue Siedlung aufbauen muss. Mhm. Also irgendwo macht's Sinn, weil die wollen ja, die Arbeiter wollen ja nicht in ihrer Fabrik pennen, aber. Dankeschön, Miss Ching Quing Dings. Ching Quing Ding. genau. Ja, jedenfalls bin ich dann eben so weit, dass ich gesagt habe, das kümmere ich mich aber mal drum und kann jedoch, glaube ich, Dampfschiffe sehr empfehlen. Also ich hoffe, dass ich das noch hinkriegen werde, dass ich auf Dampfschiffe komme. Ich weiß nicht, ob das dann überhaupt noch möglich wird, das in diesem Let's Play zu erwähnen. Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Allerdings haben ja Dampfschiffe den auf jeden Fall nennenswerten Vorteil, dass sie nicht auf die Windbedingungen angewiesen sind. Mhm. Was so viel bedeutet, wie es ist scheißegal, ob sie mit oder gegen den Wind fahren, sie fahren immer gleich schnell und die Segelschiffe brauchen. Du hast eine Allianz mit Princess Quilling. Mhm. Krass. Ja, voll Power. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Und die Segelschiffe brauchen teilweise, wenn die gegen den Wind fahren, sehr, sehr lange, um halt einmal über den, ich weiß nicht, ob das Pazifik ist, oder halt über dieses, über die große Pfütze zu fahren. genau. Dementsprechend ist das teilweise dann ein bisschen ätzend. Mm. Könnt ihr euch schätze ich vorstellen. Was macht er da hinten? Ach warte, das ist meiner. Okay. Naja, genau. So viel also gerade zu meiner aktuellen Einzelspielersituation. Ja. Was, also ich habe jetzt gestern, also nee, vorgestern war das, habe ich noch ich glaube bis, boah, wie war das, bis 3 Uhr nachts oder so gezeugt. Und das ist halt das Gute an Anno 1800, es ist halt wirklich wieder wie das alte Anno, und zwar du vergisst total die Zeit. Ja, also sowas das, von. Das ist halt wirklich heftig. Und genau, deswegen brauche ich jetzt wieder ein bisschen Zeit, um hier reinzukommen.
Ich wollte eigentlich auch was erzählen, aber ich weiß nicht mehr was. Wahrscheinlich kommt es dann wieder. Ach, genau. Und zwar habe ich herausgefunden, was das mit den... was? Oh nein. Wir haben wahrscheinlich wieder dieses beschissene Problem von gestern, dass wir neu laden müssen. Aber wenn das neu laden funktioniert, ist ja kein Problem. Okay. Genau, nur für die Leute da draußen. Gut. Huh. Und zwar konnten wir gestern nicht zocken, weil und vorgestern auch nicht, weil wir einfach keine Verbindung zueinander aufbringen konnten. Aber Mai ist halt Klosbeta, also ist jetzt auch nicht so schlimm. Ah, genau, jetzt weiß ich ja wieder, was ich erzählen wollte. Und zwar, bei mir brennt es gerade. Und wichtig ist, die Produktionsstätten können auch brennen. Oh, nee. Ja. Genau, und das wusste ich nicht. Really? Damn, Allah. Genau, das wusste ich ja da nicht. Und dann sind meine Kanonengießerei und noch was eben zerstört worden vom Feuer. Die Produktionsstätten, gerade die, wo Feuer sind, sind das, wo das höchste Risiko für... Genau. Für Brände und so weiter. Ja. Genau. Und, ja, genau. Also, in dem Sinn, also quasi mit dem, es ist ja wie das alte Anu, es ist einfach wunderbar. Es ist einfach cool. Ja, ich habe neulich bis... Oh, wie lang war das? Ich habe neulich, glaube ich, bis 3:30 oder so in der Nacht gezockt. weil ich halt einfach echt... Also irgendwann um Mitternacht habe ich mir schon so gedacht, so ja, okay, gut, ich muss jetzt dann eigentlich aufhören. Aber, ach Mann, ich wollte gerade Trade Rights mit dir abschließen, Mann. ja, das eigentlich bescheuert ist halt, wenn er nicht gespeichert hat, dann, lädt er halt da wieder. Mhm. Wo war ich jetzt? Ah ja, genau, und dann, aber dadurch, dass man halt ständig irgendwo so bisschen noch immer wieder was verbessern will und... dadurch ist halt ist echt richtig schwierig teilweise nicht komplett die Zeit zu vergessen. Ja. Das stimmt. Competitors have reached a trade agreement. Genau. Ah, genau. Hey! Warte mal. Schleimst du dich auch jetzt bei der Ching Wing Ding? Nein, die mag mich die ganze Zeit schon voll. Mich aber noch mehr. Nee, genau, was ich von sagen wollte. Das kann ich gerade nicht annehmen. Wieso kann ich das nicht annehmen? Nee, ich kann es nicht annehmen. Ah, jetzt, okay. Genau, und zwar mit den Routen. Da gibt's ja Charter. Da gibt's ja Charter und Handelsroute. Also Charter ist, das Wort habe ich vergessen, was das bedeutet. Und bei mir ist das Spiel abgekackt. Ja, bei mir auch. Cool. Nice. So viel zu dem Performance-Problem. Die habe ich aber auch echt nur im... Im Multiplayer, ja. Nur im Multiplayer. Also Crash Reports senden auf jeden Fall. Mhm. Weil dafür sind wir ja da als Tester. Genau, ja. Mhm. Ja. Cool. So. Aber ich habe jetzt neulich, habe ich mich mal mit einem Kollegen unterhalten, der uns das ermöglicht hat, das Ganze hier. Mhm. Soll ich damit noch warten, bis die Aufnahme... Nee, ich lasse es einfach laufen. Ach so, okay. Ja. Ja, genau, auf jeden Fall der, nee, ich meine, weil da mit in der Folge drin ist, weil du das wahrscheinlich rausschneidest, wo es abstürzt, nee, oder? Ganz ehrlich, das gehört dazu.
gehört dazu, alles ja, klar. Ist halt der Black Screen dann, aber wir labern ja noch weiter. Genau, erzähl genau weiter. Ja, genau, also mit dir habe ich mich neulich auch unterhalten, wie denn seine Meinung bis jetzt ist, weil er hat, glaube ich, auch von den ganzen zukunftsbezogenen Annus und so hat er auch was gespielt. Hat auch von den Älteren deutlich mehr gezockt als ich. Und dann meinte er hätte auch, also er findet das Spiel echt gut, aber er hatte eben auch noch ein paar Probleme mit Performance. Okay. Also eben wie bei mir, dass das Spiel quasi unnötig viel Performance oder Arbeitsspeicher in Beschlag nimmt. Genau, und genau. Ja. Also ich muss warte, sagen, habe ich den falschen Spielstand geladen? Vielleicht. Also bei mir kam nichts an. Ich glaube nämlich schon, weil bei mir, ich bin gerade auf der Weltkarte. Ja, dann hast du den falschen. Okay. Und da ist eins von den Schiffen, das eben 50 rum 50 Stoffe transportiert. Ja, nee, so weit waren wir noch nicht. Ja, du nicht. Ja, doch, ich schon. Also privat war ich schon so weit. Ja, ja. Aber genau, das wollte ich auch noch sagen. Also erstens, ich hatte überhaupt keine Probleme mit Performance und so weiter. Und also das Einzige war wirklich konstant ja, im Multiplayer. Ja, privat hatte ich auch keine, nur Achso, Multiplayer. Also, genau, okay. Ja. Und ich finde es genial, dass die Bewohner in der neuen Welt komplett anders sind. Also die haben andere Wünsche und so weiter. Und das finde ich dann nochmal super spannend, weil es nicht nochmal genau dasselbe halt wie in der alten Welt sind, sondern es sind halt Eingeborene, die wollen halt so ein, keine Ahnung, Fischschnaps mit Bananenbrei irgendwie so statt Fisch. Und die wollen Alpaka-Klamotten und so weiter. Also es ist super interessant. Und es wird aber richtig kompliziert, weil wegen den zwei Welten, das finde ich noch, das hat mich bei den anderen, hat mich bei den anderen auch ein bisschen gestört, bei den letzten zwei Anos, dass du mehr oder weniger von deinen Inseln weggerissen wirst. Und quasi, wenn du da, also in der neuen Welt, deine Siedlung aufbaust, dann, ja, passiert halt in deiner alten Welt quasi auch noch was. Und, das ist ein bisschen schwer, aber ist auf jeden Fall Late-Game komfortabel. Auch wenn ich das System, so wie es hier gemacht ist, sogar relativ einfach, also in Anführungsstrichen einfach gelöst finde. Ja. Also die haben auf jeden Fall von ihren Fehlern in Anführungsstrichen aus der Vergangenheit gelernt. Also das auf jeden Fall. Ja. So. Da brauche ich noch ein Warenhaus. Ich tue es einfach. Da bin ich so. Nochmal hochleveln. Ach genau. Das habe ich nämlich auch nicht gemacht, und zwar das mit den Trade Union. Das ist verstärkt. Das habe ich nicht verstanden, dieses Gebäude. Ich habe das irgendwo in der Stadt gesetzt, aber ich habe das Gefühl, das ist falsch. Nee, das ist falsch, ja. Das ist quasi, es verstärkt die Produktion von deinen Herstellungsgebäuden. Und genau, und da ist ein Radius und eben mit lila Kreis. Und den Radius kannst du nicht überschneiden. Das heißt, du kannst nicht jetzt doppelt so viele Trade Unions pro Feld machen, damit da halt ein Gebäude so 200% haben. Und der hat ja hier so Item Socket.
Und wenn du viel handelst, dann bekommst du auch ja, manchmal solche Dinge für Item Socket. Oder ich habe in meinem Singleplayer habe ich ein Handbohrer von meiner Bevölkerung geschenkt bekommen. Und wenn du das da einsetzt, dann das hat 25 plus gemacht, also 25% erhöht. Und das ist halt richtig heftig. Und dann später bei Artisans, keine Ahnung. Also bei der dritten Ding gibt es dann nochmal Town Hall. Das ist halt mehr oder weniger das gleiche für die Stadt dann, für die Zivilisation. Also so habe ich es verstanden. Ach so, dass die, dass deine Bürger mehr Einkommen genau, mehr Einkommen, mehr Steuern zahlen und glücklicher sind, irgendwie sowas. Kommt halt natürlich auch wieder auf die Items drauf an. Ja, klar. So. Wo genau war meine Schnapsproduktion? Warte, was? Look sharp, the governor's here. Achso, hier brauche ich auch noch mal ein klitzekleines Warenhaus. Damit kommt er zum Onkel Klaus aus dem Hause raus. Oh Gott, habe ich das wirklich gerade gereimt? So, gut. Ich glaube, ich mache noch... Warte mal, jetzt mal sehen wir kurz... Schauen. Okay, Stahl habe ich viel. Okay, da habe ich jetzt eine zweite Quad. Hier ist nochmal. Gut. Habe ich jetzt eigentlich schon erzählt, was jetzt bei den Routen sind, also mit Charter und Trade? Ich glaube, ich habe angefangen, aber nicht fertig. Ich glaube, du hast dann abgebrochen, weil das Spiel abgestürzt. Ah, genau. Okay. Und zwar, das Charter ist super cool für den Anfang. Und zwar, wenn du am Anfang zwei Inseln hast, aber halt kein Geld oder kein, keine Waren für eben Schiffe, die sind ja am Anfang super teuer, dann kannst du chartern, dann mietest du quasi Schiffe, die das für dich hin und her schicken. Deswegen kostet auch Charterroute 50 Gold pro Charter, also pro Fahrt. Und Trade Rounds, das ist quasi mit deinen Schiffen. Das habe ich auch beim Singleplayer erfahren. Und das finde ich super cool, weil ich habe nur rausgefunden, dass die Trade-Route halt eben das ist, was ich machen möchte und das andere nicht, weil ich schon genügend Schiffe und Geld für Schiffe habe. Ja, genau, ja. Aber so fürs Anfangsgame ist es halt richtig genial. Also finde ich super. Also super Idee auch. Warte, ich glaube, ich werde hier jetzt mal eine zweite Stadt bauen, oder? Na, genau, was noch interessant ist, sorry, jetzt fange ich die ganze Zeit an mit, es ist so interessant, aber, aber es ist, wegen den Farmern und so weiter und der Luftverschmutzung. Man kann ja auch die ganzen auf einer Karte oder auf einer Insel die komplette Stadt machen und alles, was die wollen, auf anderen Inseln anbauen. Und dann hast du halt auf einer Insel so extrem viel, so eine extrem große Stadt. Und bei den anderen sind halt dann Farmer und Worker, so viel du brauchst. Und dann war's das. Also das ist auch... Ja. Und man kann hier ja einstellen, wie man anfängt. Also sei es jetzt... Schwierigkeitsgrad. Ja, genau. Sei es Schwierigkeitsgrad oder auch, ob man eben... also ob man auf einer Insel starten will oder ob man sich erst suchen will.
Und das Suchen ist halt am besten. Also, weil da kann man ja sich wirklich, ja, dafür entscheiden, so, ja, hier ist sehr viel Platz, hier kann ich meine Stadt aufbauen. Oder, genau. Und wir haben es jetzt halt einfach so mal gemacht, so ausprobiert. Einfach nichts eingestellt. Genau. So. Und ich muss sagen, ich hatte ziemlich Glück. Ich habe eine gute Insel erwischt. Was ich in der neuen Welt dann nämlich auch hatte, ist, da war dann schon eine, die halt da schon vor mir gesiedelt hatte. Mhm. Auf einer Insel, wo was drauf gewesen wäre, was ich eigentlich gebraucht hätte. Wo ich mir dann so dachte, nee, das will ich eigentlich haben. Mhm. Vor allem wollte ich eigentlich die Insel haben, weil diese Insel den netten Vorzug hatte. Es waren nicht so viele von diesen ultrabreiten Flüssen drin. Ja, ja, ja. Weil gerade wenn du halt versuchst, irgendwas mit viel Farmen und so weiter zu machen, da sind dir diese Flüsse ganz schön krass im Weg. Ja. Macht diese Trade Union eigentlich bringt die irgendwas, ohne dass ein Item drin ist, nicht, oder? Glaub nicht. Okay. Oder? Also meine haben jetzt. Ja, okay, 100%, 100%, 90%. Nee, ich glaub nicht, dass die irgendwie was stark bringen. Okay. Ja, also was mir aufgefallen ist, die die in der neuen Welt, die Bewohner sind deutlich schnell mit mehr Fortschritt. Also ich zum Beispiel habe, glaube ich, in der neuen Welt ist, glaube ich, mit der zweiten Zivilisationsstufe schaltest du schon Gebäude frei, die du teilweise brauchst für Elektrizität. Uiuiui. Also ich glaube vor allem das ganze Ölgedöns und so. Okay. Kannst du bei denen mit der zweiten Zivilisationsstufe schon machen. Und hier, also in der alten Welt kommt das ja erst irgendwie ab dritter Zivilisationsstufe oder sowas. Ja, aber man muss auch sagen, wenn man da drüben auf der zweiten ist, ist man halt hier schon auf der vierten, dritten, vierten. Ja, ja, Stufe. Genau. Also das macht schon Sinn, ja. Ja, genau. Weil du gehst ja theoretisch eigentlich erst drüber, wenn du von drüben was brauchst. Genau, ja. Weil sonst sind es ja nur unnötige Kosten, da drüben irgendwas aufzubauen. Weil, ja, kannst du eh nichts machen. Ja, genau. So. Ich glaube, ich muss hier nochmal aufstocken. Game save. Aber was mir aufgefallen ist, das Dosenfutter ist so extrem teuer. Also vor allen Dingen, also erstens das mit Rinderfarm und Paprika-Ding, das ist ja in Ordnung. Das wird sehr schnell gemacht. Aber dann die Küche, die braucht für ein Ding, braucht sie 2-3 Minuten. Das ist halt so, wow. So, what the fuck? Ja, ist aber echt so. Moment kurz. Ja. Are you permitted to serve one such as I? The chill already thaws. So, wieder da. Alles klar. Oh Mann. Jetzt will die Ching von mir 14 Dosenfutter-Ding. Als Quest, oder wie? Ah, yes. Ja. The bright young sapling. Tja, treib mal irgendwo 14 Dosenfutter auf. Vor allem auf unserem Level. Just how is your conscience? Das
Das einzige wäre halt wirklich von so einem Trade Post, aber die sind ja so teuer. Ja, und die bieten das gerade gar nicht an. Ja, das außerdem. Ja. So. Ich brauche mehr Schnapsgedöns. Ja, Whisky wird, oder Schnaps wird so schnell alle, das ist echt krass. Und Tuch auch. Hm. Ja, Schmarrn. Hm. Warte. Da brauchen wir noch ein paar Schäfchen noch dazu. Perfekt! Hier habe ich. Warum habe ich das nicht schon viel früher so gemacht? Investors crushing youth in the jaws of their machines, trading on us like goods, make my bloody blood boil. Jo. Das Schöne an den Schnapsdingern ist, wenn man die Felder gut aufteilt, brauchen die gar nicht so viel Platz eigentlich. Also habe ich jetzt so das Gefühl. Mhm. Wie hast du es denn aufgebaut? Also vor allem im Vergleich zu irgendwie Maisfeldern oder so. Ja, Maisfelder sind ja extrem. 1000 Millionen. Ja. Oder halt die, was braucht man für Whisky nochmal? Ah, die Zuckerrüben. Die sind auch so heftig riesig. Die haben, glaube ich, fast 200 Einheiten. Got a lovely bit of stuff coming in. Dann holst dir. Sagen sie mir immer, ja, es fehlt was. Ja. Soll ich herzaubern oder was? Life is like seawater. Da drüben ist ein Warenhaus, da steht's drin. So. Lol, okay. Ich glaube, ich hatte gerade den ersten Bug. Echt? Ja, weil einer von meinen Karren ist einfach in Lichtgeschwindigkeit gefühlt gefahren. Auf einer, wie heißt es, Dreckstraße. Dirt Road, oder? Ja, ja. Genau. Dreckstraße. Drecksstraße, Alter. Voll lustig. Hahaha. Ja, aber Getreide ist echt abnormal, wie fett das ist. Hm. Und genau, eben Zucker. Zucker, finde ich, ist echt wahnsinnig. Das ist not mehr normal. I finally arrived. Now to see if the journey was worth it. So. Genau, und hier sieht man jetzt bei mir ganz gut, ich habe jetzt eine Farm-Village quasi aufgemacht, neben den Getreidefeldern, also so, ja, 6x4. Und die sind aber neben den Schweinefarmen. Und da haben sie halt jetzt, Happiness ist halt, bei Pollution ist halt ziemlich scheiße. Ist halt nicht so gut. Genau. Nur so zum erklären und zeigen. Erklären und zeigen. Sonst hätte ich ja nie gemacht. Hallo? Ich würde doch nie eine Village nehmen. So. Nein. Nein. Du doch nicht. Pfft. Ja, schon, ne? Das geht doch nicht. Was mache ich eigentlich hier? Ah, das war das mit den Steinen. So. Kann ich die ersten Worker schon aufsteigen lassen eigentlich? A true pirate. I've heard worse about me than that. Because everyone knows pirates like doubloons.
I'd rather kiss a monkey's dungy. Okay. Filial duties weigh heavy. Can you share my burden?